Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Coral Island. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich mega freuen, so den ihr euch dazu entscheiden solltet. Wir gehen schlafen. Ah, ein Bienenstock. Maximale Energie. Okay, sollten wir auf jeden Fall anfertigen. Ich weiß nicht, was wir für den Bienenstock noch brauchen, aber. Ui. Die Yucca-Motte gibt gut Geld. Die sollten wir immer wieder fangen, wenn wir sie sehen. Der Sandlaufkäfer gibt auch gut Geld. Also wenn jemand wissen, wie man am Anfang des Spiels viel Geld macht, Käfer fangen. Käfer geben richtig viel Geld offensichtlich. Du hörst eine Stimme, verstehst aber nicht, was sie sagt. Toffli. Versuche dich, auf meine Stimme zu konzentrieren. Gut, jetzt hör genau zu. Die heiligen Bäume, bitte besuche einen von ihnen. Du findest sie auf der ganzen Insel. Oh, ist das hell. Ich habe das Gefühl, dass er Musik spielen sollte. Berühre die Tafel, um sie zu beschwören. Sie werden dir die Augen öffnen. Du bist meine Hoffnung, diese Insel zu heilen. Und jetzt wach auf, Toffli! Oh, letzte Nacht hattest du einen merkwürdigen Traum. Eieiei, uff. Was war das nur für ein Traum? Uiuiui, Leute. Okay. So, hier haben wir gar keinen Punkt. Da haben wir einen Punkt. Oh, 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 oh. Das gefällt mir sehr gut, dass wir hier leveln können. Ich bin froh, dass es die Gerüchte wahr sind, dass es einen neuen Bauern hier in Starlet Town gibt. Du machst richtig gute Arbeit da draußen. Versuch mal diesen Dünger hier. Du musst ihn auf bestelltes Land anwenden. Sie erhöhen die Chance, dass du ein höher qualitatives Erntegut erntest. Und diese bringen mehr Geld, wenn du sie verkaufst. Von Jeff Smith aus der Farmergilde. Auch das ist so ein Problem, dass manche Sachen einfach nicht übersetzt sind. Aber ich kann die jetzt nicht mehr hier drauf anwenden, oder? Nee. Muss auf leeren Dingern sein. Blattsalat. Vielleicht sollten wir doch mal gucken, dass wir die Sachen hier auch mal ganz kurz aussehen. Wir haben ja hier noch wilde Saat. Und dann können wir nämlich vorher mal düngern. Einfach nur, weil ich es kann. Ich weiß, mit wilder Saat ist das vielleicht Verschwendung, aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht kommt ja was total hammergeiles dabei raus. Wer weiß das schon. Ah, da es jetzt regnet, können wir mal ein paar Bäume abbauen. Boah, dauert das lang mit den Bäumen. Ich glaube, wir brauchen echt dringend. Dringendst brauchen wir, glaube ich. Eine bessere Axt. Wenn wir hier aufräumen wollen. Das ist aber Eichensamen. Kann man die mischen miteinander, die Samen? Vermutlich nicht, ne, beim Herstellen. Doch. Hm. Und damit haben wir es fast umsonst gemacht, gerade die Bäume abgerissen. Immerhin. Wir sollen zu so einem Baum gehen. Ich glaube, das machen wir jetzt direkt als erstes. Aber wir können auf dem Weg ja vielleicht noch mal ein bisschen was fangen. Ich glaube, beim Regen wird das ein bisschen weniger sein hier mit den Käfern und allem, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber... Und einer der Bäume war auf dem Weg hier zu der Höhle, das weiß ich ganz genau. Du verstehst nicht, was dort steht.
Guck mal, so. Ja, das ist neu. Aber wo ist der hin? Was ist hier oben denn alles? Das habe ich alles vorher nie gesehen. Aha. Oh. Okay. Ausdauerfrucht. Aber ich nehme an, das ist eine permanente Steigerung, oder? Also bei dem Preis habe ich das Gefühl, dass das eine permanente Steigerung sein sollte. Sieht ja schon hübsch aus, das Spiel. Da vorne können wir nicht durch, wenn wir nicht eine bessere Axt haben, nehme ich mal an. Ups, ich drück doch rechts, aber ignoriert er einfach, okay. Müssen wir vielleicht nochmal mit dem Baum interagieren? Nö. Ich weiß nicht, wo der hingelaufen ist. Vielleicht muss ich aber mit allen Bäumen interagieren. Vielleicht ist das der große Twist an der Geschichte hier. Twist würde ich es auch nicht nennen, aber das, was wir halt tun sollen, dass wir alle Bäume einmal anschauen. Aber dafür brauche ich auch ein bisschen Zeit, bis ich das mache, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gerade ein bisschen was anderes zu tun. Wir müssen noch in die Mine gehen. Wir brauchen ein bisschen Bronze. Damit dürfen wir jetzt den Ofen haben. Zumindest fast. Was hier unten? Kann man nichts mit machen, ne? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie so ein Düngeding, aber naja. Wir können auf jeden Fall mal Folgendes machen. Wir können den Raps hier essen und wir können den Wasabi essen. Aber auch wieder Inventarplatz. Was jetzt mit diesen. Okay, ich darf da nicht mal reingehen in diese Dinger, okay. Was ist das denn? Monster Essence, okay. Alter, wie der ausrastet. So, das Erz nehmen wir auf jeden Fall mit. Kein Erz mehr. Wir haben keinen Platz für die Kohle, das ist auch ein bisschen blöd. Wir können den hier noch essen.
Perfekt. Wow. Ah, die explodiert bei ihrem Tod. Na gut. Da oben ist nochmal Erz. Halt nur ein einziges, aber... Aber immer ein doppeltes Erz bekommen. Aber auf welcher Ebene sind wir gerade? Ah, Erde 7. Wir müssen also noch einige Ebenen runter, wenn wir den nächsten... Stufe möchten für den Aufzug. Okay, hier schon mal kein Erz. Da ist Erz. Hier sind größere oder andere, anders geformte Steine oder die sind einfach nur gedreht, das kann natürlich auch sein. Ich gucke mal lieber wieder am Anfang des Gebiets, weil ich habe immer das Gefühl, die kleinen, es sind nur bei den kleinen Steinen die Wege nach unten und es ist immer relativ weit am Anfang des Gebiets. Man muss gar nicht so weit runterlaufen. Man kann die Fackel? Achso, außen anmachen. Einschalten nicht möglich, Fackel benötigt, okay. Für Ebene 9, oder? Ich kann die Sachen hier doch kaputt machen, aber ich weiß nicht, ob da irgendwas dann droppt. Aber doch, da oben ist was gedroppt. Ich glaube, das ist ein Samen, der da gedroppt ist, ne? Saft. Saft ist gedroppt, okay. Aber Saft bringt mir, glaube ich, nicht viel. Also bringt das doch was hier. Okay. Gut zu wissen. Sehe ich hier irgendwo Erz? Hm. Ich bin entweder blind oder ich sehe nichts. Nee, ich glaube, ich sehe nichts. Durch die Tür kann man hier nicht gehen, oder? Also das ist keine Tür, okay. Da oben kann man auch nicht durch, oder? Na gut. Dann hoffen wir mal, dass wir mit 158 Ausdauer noch einen Weg nach unten finden. Oh, perfekt. Ebene 10, meine Freunde. Was ist denn hier? Ach, alle 10 Ebenen gibt es eine schöne Belohnung. Da freue ich mich aber. Die Frage ist nur, was schmeißen wir jetzt weg? Den Eichensamen schmeißen wir weg. 20 Schleim haben wir bekommen, okay. 20 Schleim. Wow. Weiß nicht, was Schleim einem bringt. Stark säurehaltig, okay. Vielleicht ist Schleim total wertvoll fürs Crafting oder so. So.
Es tut mir so weh, dass ich die nicht mitnehmen kann, ja. Aber das ist, glaube ich, auch noch ein neues Vieh. Aber wir versuchen mal ganz kurz schon mal ein paar Sachen in die Verkaufskiste zu legen. Und in unsere Lagerkiste. So, die Fasern können wir da reinlegen. Wir können den Schleim reinlegen, das hier. Das alles da reinlegen. Wir legen das Bronzeerz auch schon mal hier rein. Das Holz legen wir da rein. Die Monster-Essenz. Ich weiß nicht genau, was die Monster-Essenz einem so bringt. Oder eine Seele. In der Reihen oder eine Seele, ja. Ich glaube auch. Ich glaube, die Seidenmutter hatten wir neu. Die hatten wir vorher noch nie. Okay. Dann würde ich jetzt nochmal ganz kurz auf eine Tour gehen und nochmal versuchen, ein paar Tierchen zu fangen. Ein bisschen Ausdauer haben wir ja noch. Vielleicht kriegen wir die Schnecke da oben auch nochmal. Aber ich glaube nicht, dass die noch da ist. Sieht schlecht aus. Ah, ne, da ist sie. Achso, die waren da noch am Liegen, weil ich die gesammelt habe. Wunderbar. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Ich glaube, in der Stadt selbst ist echt vielleicht mal ein Schmetterling oder so, aber sonst ist hier eigentlich, glaube ich, nichts. Da. Ich glaube, den großen Gabelschwanz hatten wir auch noch nicht. Nee, hatten wir noch nicht. Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das auch wieder wie bei, ich glaube, das war bei Stardew Valley, ne, mit diesen Blüten hier, dass da irgendwelche wertvollen Sachen so drin sein können, wenn man die aberntet. Oder Artefakt und sowas. Ich kann sein, dass es so ein bisschen wie bei Stardew ist. So, rein da. Perfekt. Wir müssen bestimmt einfach noch ein bisschen angeln. Ich glaube, insektenmäßig sind wir bald schon gut dabei. Gut, noch finden wir noch neue, aber da ist schon wieder eine Schnecke. Bam, badam, bam. Jetzt gibt das halt nur Samen, ne? Also das ist noch nichts Besonderes. Seitenspinner, okay. Wieder eine schöne Grille. Na, dann gucken wir mal ganz kurz Folgendes. Wir können ja die Sachen hier essen. Essen wir die mal eben. Ausdauer haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Weil es auch schon sehr spät ist im Spiel. Unsicher, ob der neu ist. Oh, ich ihn vorher schon mal hatte. Okay, es wird schon spät. Wir müssen also nach Hause. Ich bin auf dem Weg, Spiel. Ab ins Bett. Seil und Zeichen aus Stein. Na gut. Okay. Ich glaube, ich verstehe diese subtilen Hinweise nicht.
Das Labor sucht nach einem passenden Tauchkandidaten. Alle Bewerber müssen vor Ort einen Test absolvieren, ob sie den Anforderungen gerecht werden. Schau beim Tauchpier vorbei, dort gibt es mehr Infos. Menschlein, Angst ich hatte, als du mich riefst, doch geöffnet den Weg sie hat zu meinem Heim. Das heißt, Menschlein muss besuchen mich kommen. Verstehe, du wirst nach Treffen wie die Insel heilen. Links von deiner Farm, mein Heim. Wenn du nicht wissen, schau auf Zeichnung von mir. Okay, ich weiß nicht, wo diese Zeichnung sich befinden soll, aber okay. Gut, da müssen wir jetzt erstmal gießen, denn es regnet nicht mehr. Was ist das denn hier? Was ist das? Ach so, das ist das, das soll mich zu dem Weg hingeleiten, ne? Schlimm ist halt, dass Gießen mit unserer gesamten Ausdauer jetzt aufbrauchen. Aber wenn wir das hier erstmal ernten, wisst ihr, wie viel Geld wir dann haben? Jetzt erstmal das nächste Taschen-Upgrade, wobei das kann ich jetzt schon holen. Theoretisch, ich brauche jetzt kein neues Saatgut. Ich muss jetzt gerade keine Kartoffelsaat kaufen. Ich kann das ja dann machen. Ja, wobei, das Problem ist, ich muss dann wieder einen Tag warten, bevor ich wieder anpflanzen kann. Es wäre cleverer, jetzt Kartoffelsaat zu kaufen und mit der nächsten Ernte dann die Tasche zu kaufen. So viele Taschenprobleme habe ich ja gerade noch nicht. Komm, gehen wir da mal eben hin. Oh mein Gott. Okay, wir müssen hier Holz abbauen. Mist. Auf deinem Inventarplatz, ja. Beruhig dich mal wieder. Danke, Wespe. Warum fängt er die nicht? Geht doch. Okay, ich glaub, hier ist er nicht. Ich glaube, wir hätten dem Ding weiter folgen müssen. Das war ein bisschen schwer, dafür muss ich die ganze Farm hier aufräumen. Ah ne, das ist doch bestimmt. Ich muss dem Ding vielleicht einfach folgen. Damit er dann auch da ist. Also hier rüber. Ah. Okay. Menschlein. Ich, Häuptling, dir danken, Menschlein, für kommen hier. Du bist ein Riese. Gohm, Gohm, ich Häuptling, sein Riese. Lange haben gewartet ich auf dich. Komm hier lang, schau da. Gesehen, du hast diese Schriften, aber verstanden du hast nicht. Macht der Schreine du nicht verstehen, aber verstehen du musst. Schlüssel sie sind für helfen Göttin. Helfen Göttin, dann Krankheit weg. Zeit jetzt für Zeremonie. Schnell wir sein müssen. Nur kleiner Schmerz, aber deine Augen öffnen wird. Countdown in 5, 4, 3, jetzt! Siehst du, zu schnell gemacht.
Erwacht, du bist bereit für Kraft von Natur. Gom Gom. Krankheit weg? Heilige Stätte krank, weil Göttin krank. Wenn Göttin nicht krank, heilige Stätte auch nicht krank. Bereit du bist für Treffen mit Göttin. Im Seetempel, da ihr zu Hause. Sei still, ich jetzt ausruhen müssen nach Zeremonie. Ich wieder mit dir sprechen, Menschlein, nicht jetzt, später. Gum, tschüss. Dabi, winke, winke. Drittes Auge. Du hast das dritte Auge freigeschaltet. Du kannst jetzt die Sprache der Alten lesen und verstehen. Hier ist noch eine Schatztruhe. Oh, fünfmal. Das ist natürlich... werde ich sehr schnell verfuttern, weil ich ja wieder irgendwo arbeiten werde oder in der Minimine gehen werde oder so. Wir müssen aber jetzt noch den Ofen bauen. Der Ofen ist wichtig. Ich dachte, das wäre die Bälle, aber es war doch nur eine Wespe. Die hat sehr große Flügel, die Wespe hier. Aber vermutlich, damit man sie sieht. Da, 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 da. Wir müssen auch noch ins Museum, das ist das Problem gerade. Badam bam, badam bam, badam bam. Okay. Habe ich eigentlich auch welche Quests abgeschlossen, wo ich die Belohnung nicht geholt habe? Ja. Okay, ins Meer, besuche Dings am Pier, Museumserweiterung, 50 Stück, okay. Ein Ofen basteln, dafür kriegen wir auch nichts, aber wir müssen es trotzdem machen. Dann basteln wir jetzt mal eben den Ofen, dann gehen wir tauchen. Haben wir einiges vor. Wir haben einiges vor. Die Wespen und so können wir verkaufen. Ich habe wieder was aufgelevelt, ach ja. 40% Chance, vorher waren 20, kleine schmale 20, jetzt sind es 40. Natürlich nehme ich das. Wo kämen wir denn dahin, wenn ich das jetzt nicht machen würde? Verwende 5 Erz und eine Kohle. Hm. Achso, ich muss das so. Ich muss erst die Kohle einführen. Achso, ich muss sie im Inventar haben, die Kohle. Schütteln? Zu dem Baum, ne? Okay. Dann wird das schon mal. Ich überlege gerade, ob ich jetzt lieber in die Mine gehe, wenn ich ehrlich bin. Würde schon Sinn machen, in die Mine zu gehen, ne? Wir brauchen sehr viel Bronze, nehme ich an. Zumindest um alle Werkzeuge zu upgraden. Wenn wir ein bisschen Bronze benötigen. Na komm, wir gehen in die Mine. Wir können aber jetzt auch vor dem Baum noch das Ding lesen eben, ne? Wir verstehen jetzt, was da steht. Heiliger Bereich, okay. Das stinkt auf jeden Fall sehr. Also sieht aus, als würde es sehr heilig stinken dort. Das war knapp. Also diesen komischen Rauchschwad, die da aufsteigen und so. Wir wollten eigentlich tauchen gehen auch noch, ne? Ah. Vielleicht machen wir das einfach am nächsten Tag. Ich brauche gerade jede Menge Bronzeerz. Aber erstmal Wasabi essen. Thank you.
Natürlich hat der mich getroffen. Alter, was geht mit dem? Noch mehr Monster Essence, okay. Ich habe aber verdammt wenig Bronzeerz, muss ich gerade mal festhalten. Boah, aber Glück, dass wir direkt das Loch gefunden haben. Okay. Aber hier ist es gar kein Erz? Ist das gerade richtig? Warte mal. Nö, da ist kein Erz drin. Also hier ist gar kein Erz, okay. Das sehe ich aber mal Glück gerade. Ich glaube, die ist verbuggt. Mir soll es recht sein. So, wieder Erz. Ich gehe da rein. Okay, da kommen wir nicht so einfach durch hier. Ja, wir nehmen die ganze Zeit Schaden. Ist nicht so gut. Aber hier ist auch wieder kein... Ach doch, das Erz ist direkt vor meiner Nase. So, wir brauchen nur noch ein Loch, dann haben wir wieder nächste Stufe freigeschaltet. Perfekt. Da ist die Stufe 15. Können wir hier noch ein bisschen Erz sammeln? Ey, das ist aber ein großes Ding hier. Ist das ein neuer Gegnertyp da? Nee, das ist einfach zum Ernten. Ingwer, okay. Was ist das hier? Eine Erzader, okay. Ja, das war natürlich sehr praktisch jetzt. Da haben wir sehr viel Erz gemacht. Okay, dann können wir wieder nach oben. Ah, der Part ist ja schon seit 5 Minuten vorbei. Also... Für YouTube der Part.
So. Dann, meine lieben Freunde auf YouTube, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.